Jessica Dixon starrte gedankenverloren auf die Haarnadel in ihrer Hand. Was war bloß los mit ihr? Gestern war sie doch noch ein ganz normales Mädchen gewesen. Zwar mit dem stetigen Gefühl, anders zu sein als die anderen, aber dachte das nicht jeder Teenager? Die Haarnadel. Ihre Großmutter hatte gesagt, dass sie sie eines Tages noch brauchen würde. Ihr Blick fokussierte sich wieder und sie begutachtete ihr Werk. Das konnte ihre Großmutter doch nicht gemeint haben. Sie kniete sich hin und sah sich das Gesicht des toten Mannes genauer an. Er sah eigentlich ganz harmlos aus, doch ließen sie dies und der Anblick der von ihr verursachten tödlichen Wunde vollkommen kalt. Dabei konnte sie eigentlich noch nicht mal hinsehen, wenn sie ihre allmonatliche Spritze von Dr. Wright bekam. Gegen ihre Stauballergie, die deshalb wohl glücklicherweise nie richtig schlimm geworden war. Eigentlich wäre sie heute wieder dran gewesen, aber nun war sie ja hier. Und Staub war ihr geringstes Problem. Sie sah sich um. Wieder war sie allein. Oder zumindest befand sich außer ein paar zwitschernden Vögeln nichts Lebendiges in ihrer Nähe. Sie spürte abermals diese seltsame Wut in sich aufsteigen, versuchte aber diesmal die Kontrolle über sich zu behalten. Warum war hier bloß alles so verkehrt? Jeder, dem sie begegnete, ergriff entweder die Flucht oder starb eines gewaltsamen Todes. Sie musste hier raus. Sie war in einer Hütte gewesen und sie hatte sogar Menschen gesehen. Oder zumindest etwas Ähnliches wie Menschen. Dann musste doch irgendwo in dieser gottverlassenen Gegend etwas wie Zivilisation existieren. Sie ging wieder zu dem Teich zurück und wusch das Blut von der Haarnadel und ihren Händen, wobei sie noch einmal ihr Spiegelbild im Wasser betrachtete. Seltsamerweise sah sie überhaupt nicht mitgenommen aus. Wenn sie das bloß jemals nach dem Sportunterricht von sich behaupten könnte. Als sie den Wald um die Lichtung eingehender betrachtete, fiel ihr eine Schneise im Dickicht auf, die wohl von den seltsamen Männern stammen musste. Das war doch schon mal besser als gar nichts. Immerhin hatten diese ihr nichts getan. Energischen Schrittes machte sich Jessica Dixon auf den Weg zurück in den Wald. Ihr Magen knurrte. Super. Auch das noch. Währenddessen hatte Jessicas Verschwinden in ihrem Heimatort New Hope hektische Betriebsamkeit ausgelöst. Wenn auch auf eine etwas andere Art, als man zunächst annehmen würde. Wie, sie ist nicht da? Herrschte Dr. Wright Jessicas Vater an. Ihr wisst, wie wichtig dieser Termin ist. Ich dachte, ihr hättet sie besser unter Paris hat angerufen, unterbrach ihn Mrs. Dixon. Sie ist drüben. Wir haben keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und dieses Mal ist es anscheinend nicht so leicht, sie wieder zurückzuholen. Jemand dort war anscheinend auf ihre Rückkehr vorbereitet. Nach ungefähr einer Stunde Fußmarsch hatte Jessica das Gefühl, den Weg aus den Augen zu verlieren. Es war unheimlich heiß geworden und zusätzlich veranlassten Hunger und Durst sie dazu, eine Pause einzulegen. Ihre Handflächen hatten vor kurzem angefangen, unerträglich zu jucken, doch es war nichts zu sehen, noch nicht einmal die kleinste Rötung. Sie setzte sich auf den Waldboden, lehnte sich gegen einen Baum und schloss die Augen. Jetzt eine kalte Dusche oder ein großes Glas Eistee und dazu ein Stück Kirschkuchen. Innerhalb von Sekunden war sie eingeschlafen und bemerkte deshalb auch nicht, wie Nikodemus und seine Männer sich ihr näherten. Er hielt einen Moment inne, um sich das schlafende Mädchen anzusehen und seufzte, bevor sie Jessica wieder allein zurückließen. Nach ungefähr einer Stunde Fußmarsch hatte Jess. Nach ungefähr einer. Es war unheimlich heiß geworden und zulässt. Sie setzte sich auf den. Und bemerkte deshalb auch nicht, wie die.